ambush. Bayingite. Gründe auf Umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaff. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Ist Verrat gegen die Natur. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel, die trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafen Bernadotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Unter euch ausgerechnet Himmler! Der Treueste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja. Aber Himmler. Ja, ist das jetzt wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank. Ja, vielleicht schon tot. Ja, die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feigling. Die wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum. Ein Mädchen kaut Kabagum, ein Mädchen kaut rum. When Blackie comes down to Hilo. Ha 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 ha!